vorstellen, in dem eins meiner Lieblingsstädte, eine meiner Lieblingsstädte, die Hauptrolle spielt, und zwar Venedig. Es ist das Buch Die strengen Frauen von Rosa Salver von Matthias Tschocke. Das steht schon sehr lange in meinem Regal, weil ich es mir so ein bisschen aufgespart habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal gibt es ja so Bücher, von denen man schon glaubt, dass sie einem ziemlich gut gefallen werden, und dann will man sie nicht lesen, weil ja, man will sich diese Lesefreude irgendwie noch so ein bisschen aufheben. Und so war es bei mir in diesem Buch. Das hat zwei Gründe. Einmal, weil ich den Schreibstil von Matthias Tschocke so gern mag. Er ist ein Schweizer Autor, der eigentlich relativ unbekannt ist. Er hat schon einige Romane geschrieben und einige Bücher in Brief- bzw. E-Mail-Form. Und ich mag seinen Stil unglaublich gern. Ich bin mal durch Zufall über eins seiner Bücher gestolpert, und zwar war das Auf Reisen. Das ist ein Buch, in dem er so ausschnitthaft Reiseberichte verfasst hat, also völlig unterschiedlich von Schweiz bis Jordanien, querbeet. Und das hat mir so gut gefallen. Der Stil war einfach so einzigartig und so schön, dass ich unbedingt noch mehr von ihm lesen wollte. Und als ich dann festgestellt habe, dass er ein Buch über Venedig geschrieben hat, da musste ich das mir natürlich sofort besorgen. Und seitdem stand es bei mir im Regal und hat darauf gewartet, dass ich endlich mich aufraffe, das zu lesen. Beziehungsweise, ja, ich habe ein bisschen auf die richtige Gelegenheit gewartet. Und die war jetzt gekommen, weil ich eine kleine Reise nach Venedig gemacht habe. Und ja, ich habe das Buch schon vorher gelesen, sodass ich dann vor Ort mir auch ein paar Sachen anschauen konnte, die er in seinem Buch beschrieben hat. Es geht darum, dass Matthias Tschocke die Möglichkeit bekam, von einer Stiftung ein halbes Jahr in Venedig zu bringen. Das war so ein Autorenstipendium. Und er hat dort eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen, in der er mit seiner Lebensgefährtin wohnen durfte. Und so ist er dann im Frühsommer eines Jahres dorthin gezogen und hat, ja, war erstmal richtig erschlagen von der Stadt. Man muss das erstmal auf sich wirken lassen, diese Touristenmassen, die da jeden Tag durch die Gassen laufen, die vielen Japaner, die alles fotografieren, die Gondeln, die überall rumfahren, und man weiß nicht, ist das jetzt hier eigentlich nur ein großes Disneyland oder steckt da auch tatsächlich eine echte Stadt dahinter. Und je länger er dort war, desto mehr hat er sich wohlgefühlt und hat auch aber gemerkt, dass er eigentlich gar nicht in der Lage ist, hier was Literarisches zu verfassen, weil ja die Stadt einfach zu eindrucksvoll war, als dass ihm noch jetzt große literarische Texte eingefallen wären. Und deswegen hat er statt einem Roman zu schreiben, hat er E-Mails geschrieben, so 2 bis 3 oder 4 pro Tag an seine Freunde, an Bekannte, an die Stiftung, die ihm das Stipendiat ermöglicht hat, und hat eben von der Stadt erzählt, von seinen täglichen Erlebnissen, und das in seinem typischen, leicht selbstironischen, lakonischen Stil, den ich so mag, hat nochmal Einblicke in die Stadt gegeben, die man vielleicht, also ganz sicher, in keinem Reiseführer findet. Und ja, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also wer mal so ein ganz anderes Buch lesen will, das jetzt kein Roman ist, kein Reiseführer, ja, ich kenne eigentlich kein Buch, das irgendwie in der Form geschrieben ist. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wer sich jetzt fragt, wer die strengen Frauen von Rosa Salver sind, dem kann ich jetzt einen kleinen Spoiler mit auf den Weg geben. Und zwar ist Rosa Salver eine Pasticceria, also eine Konditorei, in der es ganz leckere Kuchen gibt und italienische Süßwaren, und die Verkäuferinnen dort haben einen sehr, sehr strengen Blick. Sie behandeln einen so ein bisschen von oben herab. Also ich war dort und habe mir das selber angeschaut, und es war sehr amüsant. Aber es ist auf jeden Fall auch, wenn ihr mal in Venedig seid, geht zu Rosa Salver, die haben super leckere Kuchen. Ja, ich hoffe, dass euch meine Besprechung gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch schon was von Matthias Tschocke gelesen oder habt noch andere Venedig-Romane. Ich freue mich über Empfehlungen oder ja auch andere Reisebücher. Ich lese total gerne Reisebücher. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, bis bald!